A2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild des geraden Prismas A, B, C, D, E, F mit dem gleichseitigen Dreieck ABC als Grundfläche. Die Strecke GH mit G-Element DE und H-Element FE ist parallel zur Strecke DF. Die Punkte K und L sind die Mittelpunkte der Strecken DF und GH. Die Fläche DGHF ist die Grundfläche der Pyramide DGHFB mit der Spitze B. Es gilt, AB sind 6 cm, AD sind 6 cm und KL sind 2 cm. Runden Sie im Folgenden auf eine Stelle nach dem Komma. In der Zeichnung gilt, Streckfaktor Q ist 1/2 und Verzerrwinkel Omega sind 45 Grad. A2.1. Berechnen Sie das Volumen der Pyramide DGHFB. Wir brauchen also zuerst die Volumenformel der Pyramide und die finden wir auf Seite 37 in der Formelsammlung und können wir auch gleich gebrauchen. Also V-Pyramide ist gleich 1/3 mal die Grundfläche mal die Höhe der Pyramide. So, ich überlege mir erstmal, was ist die Höhe der Pyramide? Nun, die Höhe liegt immer senkrecht zur Grundfläche. Wenn ich hier meine Spitze habe, dann liegt die also senkrecht zur Grundfläche. Also hier zu dieser Fläche senkrecht. Dabei muss man nur beachten, die Höhe oder die Spitze der Pyramide muss nicht immer unbedingt über der Fläche liegen, sie kann auch außerhalb liegen. Also, dass der Höhenfußpunkt danach außerhalb liegt. Und da das hier ein gerades Prisma ist, wissen wir auch, die Punkte stehen senkrecht übereinander. Und damit ist die Höhe dieser Pyramide DGHFB nichts anderes als die Strecke BE. Und die Strecke BE ist genau gleich lang wie die Strecke AD, liegt einfach an dem geraden Prisma, also damit 6 cm. Schreibe ich das hier mal schnell daneben. H ist gleich BE und damit 6 cm. So, jetzt brauche ich noch die Grundfläche. Als Grundfläche haben wir das Viereck DGHF. Wir wissen, DF liegt parallel zu GH, damit ist dieses Viereck auch ein Trapez. Also schauen wir in der Formelsammlung nach, wie heißen die Flächenformen fürs Trapez. Und die finden wir auf Seite 33, wo es erstmal allgemein heißt, A ist gleich 1/2, Moment, 1/2, mal A plus C mal H. Diese beiden Hs bitte nicht verwechseln, das ist die Höhe der Pyramide, das ist die Höhe des Trapezes. A und C sind die parallelen Seiten, also in dem Fall DF und GH. Und die Höhe des Trapezes liegt senkrecht zu diesen Seiten, also wäre es hier KL. Damit kann ich also aufschreiben, 1/2 mal parallelen Seiten, also DF plus GH mal KL. So, jetzt überlegen wir mal, was von diesen Größen ist gegeben. DF, naja, kennen wir, weil ABC ist ein gleichseitiges Dreieck, das heißt, alle Seiten sind gleich lang. Und da es ein gerades Prisma ist, ist die Grundfläche gleich der Deckfläche. Damit ist auch das Dreieck DEF ein gleichseitiges Dreieck und damit gleich lang. Und gleich lang wie das untere. Damit ist auch DF 6 cm lang. So, über GH wissen wir momentan noch nichts. Und dann brauchen wir noch die Höhe KL. Ja, die ist hier angegeben mit 2 cm. Also fehlt uns nur die Höhe, nur die Strecke GH. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, diese Strecke GH zu berechnen. Ich werde es jetzt über Sinus, Cosinus, Tangens bzw. Pythagoras ausrechnen, auch wenn es einfacher gehen würde, zum Beispiel mit einem Vier-Streckensatz oder
noch mit Eigenschaften von gleichseitigen Dreiecken. Aber Sinus, Cosinus, Tangens wird halt am häufigsten gebraucht und deswegen nutze ich den hier auch gleich, wenn es funktioniert. Und so viel umständlicher ist es jetzt auch nicht. So, erste Überlegung ist also, in welchem Dreieck liegt die Strecke GH? Da haben wir das Dreieck GEH. Das bringt uns momentan nicht viel. Wir kennen höchstens diesen Winkel hier. In einem gleichseitigen Dreieck sind nämlich alle Winkel gleich groß und damit 60 Grad. Und damit wäre auch der 60 Grad groß. Aber da wir weder die Strecken hier kennen, noch andere, ja gut, andere Winkel kennen wir dann automatisch auch, aber es fehlen uns Strecken dazu zum Berechnen. Okay, gucken wir mal, ob wir GH anders berechnen könnten. GH wäre ja zum Beispiel GL mal 2, weil die Strecke KE halbiert ja diese Seite, beziehungsweise hier steht es ja, L ist der Mittelpunkt der Strecke GH. So, wie können wir GL berechnen? Nun, GL liegt in dem Dreieck GEL. Von diesem kennen wir diesen Winkel hier. Wenn der komplette 60 Grad ist, ist dieser logischerweise 30 Grad. Allerdings fehlt uns noch die Strecke GE und die Strecke LE können wir auch nicht. Aber an dieser Stelle mal den Hinweis ins Teilergebnis spiegeln. Da steht irgendwas von EL dran, wie groß das sein soll. Also können wir sagen, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wenn ein Teilergebnis EL dran steht, müssen wir also EL irgendwie berechnen. So, nächste Frage. Wie komme ich dann also auf EL? Ja, es liegt im gleichen Dreieck, das bringt uns momentan nicht weiter, aber EL wäre zum Beispiel die Strecke EK oder KE minus KL. Und KL ist bekannt. Also können wir hier die Strecke EL berechnen. Jetzt nochmal einen Schritt weiter zurück. Wie komme ich jetzt auf die Strecke EK? Nun, das ist wieder etwas leichter, weil EK liegt in diesem Dreieck DEK mit drin. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Und von diesem Dreieck kennen wir schon einiges. DK ist 3 cm lang, nicht genau die Hälfte von DF. Und DE ist 6 cm lang, genauso lang wie die Strecke AB, weil es ist ja ein gleichseitiges Dreieck hier oben. Schreibe ich es mal hier drin. Hier. So, wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, zwei Streckenlängen sind bekannt. Die dritte Streckenlänge kann ich also mit Hilfe des Satzes von Pythagoras berechnen. So, wichtig ist es nur, richtig aufzuschreiben. Also, als erstes will ich die Strecke EK. Dann, Pythagoras funktioniert immer so, die längste Seite zum Quadrat ist gleich kürze Seite Quadrat plus kürze Seite Quadrat. Und die längste Seite liegt natürlich immer dem rechten Winkel gegenüber. Also, dE Quadrat ist gleich dK Quadrat plus EK Quadrat. Setzen wir die bekannten Größen ein. DE, das waren 6 cm zum Quadrat, ist gleich DK waren 3 cm zum Quadrat und EK wollen wir herausfinden. Diese Gleichung, diese quadratische Gleichung, ließe sich jetzt mit Hilfe des Taschenrechners und des Solvers lösen oder wir formen um und ziehen dann die Wurzel, umformen, indem wir zum Beispiel die 3 cm auf die andere Seite rüberbringen, zum Quadrat auf die andere Seite rüberbringen. Und gleich umstellen, dann habe ich EK zum Quadrat ist gleich 6 cm Quadrat minus 3 cm zum Quadrat. Jetzt noch die Wurzel ziehen. Halt. Dann habe ich EK ist gleich die Wurzel aus 6 cm Quadrat minus 3 cm Quadrat. Das gebe ich jetzt ganz normal in meinen Taschenrechner ein und dann komme ich auf einen ungefähren Wert von 5,2 cm. So, wenn EK 5,2 sind, dann EL wollen wir ja haben, kann sich EL lässt sich EL berechnen aus EK minus KL, also 5,2 minus 2 cm und das sind
3,2 Zentimeter. Und sehen wir auch im Zwischenergebnis, es passt. So, auf GH wollte ich ja kommen. Und zwar über den Zwischenschritt GL. Wir haben jetzt die Länge EL berechnet und GL wollen wir haben. Wir kennen zudem einen Winkel und ganz wichtig, hier ist auch ein rechtwinkliges Dreieck. Also GEL ist ein rechtwinkliges Dreieck. Also schauen wir nach, was haben wir alles? Hier den Winkel, dann dem Winkel gegenüber ist immer die Ankathete, dem Winkel anliegend ist die Ankathete, gegenüber ist der Gegenkathete. Also welche trigonometrische Funktion arbeitet damit? Können wir auch in der Formelsammlung nachschauen. Und zwar finden wir die auf Seite 39. Und wenn wir nachschauen, wer mit Gegenkathete und Ankathete arbeitet, ist der Tangens. Und zwar Tangens von Alpha ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Und wenn wir das jetzt aufschreiben für GL, Tangens vom, jetzt muss ich dann schnell nachgucken, wie der Winkel heißt, vom Winkel LEG ist gleich die Gegenkathete, das war die Seite GL, geteilt durch die Ankathete und das ist die Seite EL. So, setzen wir ein. Tangens von 30 Grad ist gleich GL geteilt durch 3,2 Zentimeter. Das ist wieder eine ganz normale Gleichung, die sich mit dem Solver zum Beispiel lösen ließe. Aber ich jetzt mit der Umformung löse. Dazu muss ich die Gleichung mit 3,2 Zentimeter multiplizieren. Und erhalte dann GL ist gleich 3,2 cm mal Tangens von 30 Grad. Und das gibt einen Wert von ungefähr 1,8 cm. So, und jetzt wissen wir, GH ist nichts anderes als 2 mal GL. Und damit 3,6 cm. So, den einzigen Hinweis, wo man jetzt vielleicht aufpassen muss, wir haben jetzt für GH gleich 3,6 cm rausbekommen. Hier im Zwischenergebnis steht, dass GH gleich 3,7 cm ist. Das ist einfach eine Rundungssache. Und zwar hier in diesem Teil würde ich jetzt gleich schreiben, GL ist gleich 2 mal 3,2 cm mal Tangens 30. Dann würden auch korrekte 3,7 cm rauskommen. Aber da wir auf eine Nachkommastelle runden sollen und wir jetzt noch ein Zwischenergebnis reingeschrieben haben, sind die 3,6 cm ebenfalls korrekt. Ich rechne jetzt nur mit dem Zwischenergebnis, also mit 3,7 cm weiter. So, GH wäre damit berechnet. Damit können wir jetzt endlich die Grundfläche der Pyramide berechnen. So, die Grundfläche ist 1,5 mal DF, also die 6 cm, plus GH mit 3,6, in diesem Fall 3,7 cm, weil ich benutze das Zwischenergebnis von oben. Und jetzt mal die Höhe, das war KL, und das sind 2 cm. Einmal in den Taschenrechner eingegeben, und dann erhalten wir einen Wert von 9,7 Quadratzentimetern. So, und jetzt können wir alles in die Volumenformel eingeben. Das Volumen der Pyramide war ja 1/3 mal Grundfläche mal die Höhe. Und die Höhe waren ja die 6 cm. So, auch nochmal einen Taschenrechner eingeben. Und das ergibt dann einen Wert von ungefähr 19,4 Kubikzentimetern.